Die ÖVP initiierte einen offenen Brief an die Mitglieder der burgenländischen Landesregierung. Darin wird eine transparente und nachvollziehbare Beantwortung schriftlicher und mündlicher Fragen gefordert. Dies soll zu mehr aktiver Demokratie im Burgenland beitragen. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Regierungsmitglieder, da die 44 der Landesverfassung regelt das Fragerecht der Mitglieder des Landtages, in unserer Geschäftsordnung ist dieses Fragerecht in den Paragraphen 29, 30 und 31 geregelt. Mit der Geschäftszahl 21.930 habe ich eine Anfrage an den Herrn Landeshauptmann gestellt, die am 2. Mai beantwortet wurde. Es geht hier um das Thema Forschung. Ich habe 12 Fragen gestellt, die jeweils noch 10 weitere Unterfragen beinhaltet haben, damit insgesamt 22 Fragen. Wenn man es höflich betrachtet, dann wurde auf 7 dieser Fragen zumindest Bezug genommen. Am 20. März erhielten alle Abgeordneten des Hohen Hauses eine Anfrage beantwortet, ebenfalls von Herrn Landeshauptmann, zu einem ähnlichen Thema Wissenschaft und Forschung. Es geht um das Thema Junior Research, die Verbindung, die hergestellt wurde mit den Bundesländern Kärnten und Steiermark. 13 Fragen, Antwortteil 12 Zeilen. Selbst beim besten Gefühl und bei bester Nachsicht muss man sagen, hier ist genau eine Frage Bezug genommen worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird eines Tages gefragt werden, wie oft wurde das kritisiert, wie oft wurde das hinterfragt, wie mit dem Fragerecht der Abgeordneten umgegangen wird. Ich habe deshalb heute bei allen einen Brief zur Unterschrift dargelegt, wo ich Offenheit und Transparenz gegenüber dem burgenländischen Landtag fordere. Einige von euch haben es geschrieben. Ich verstehe alle Gründe, dass der eine oder andere als parteipolitische Überlegung vielleicht sagt, ich möchte diesen Brief des Christian Sagers nicht unterschreiben, das ist in Ordnung. Ich möchte aber sagen, in der Sache muss eines klar sein, wenn wir so mit dem Fragerecht des Landtages umgehen lassen, wenn wir das wortlos akzeptieren, dann haben wir unseren Auftrag vom Wähler versäumt und das möchte ich hier mit dieser Wortmeldung, mit diesem offenen Brief klar dokumentieren. Diese Vorgehensweise gefällt uns nicht. Ich habe diesen Brief unterschrieben aus voller Überzeugung. Ich möchte aber hier auch festhalten, dass die Praxis der Beantwortung der schriftlichen Anfragen sehr unterschiedlich ist seitens der Regierungsmitglieder. Wir bekommen bei einzelnen Regierungsmitgliedern sehr wohl detaillierte und sachliche Antworten, aber ich möchte mich also da anschließen, gerade auch von Herrn Landeshauptmann, bekommen wir meistens ein Statement über seine Arbeit und nicht die Antwort auf die Fragen, die gestellt wurden. Und deswegen auch von meiner Seite und von den Grünen, von grüner Seite her, die dringende Bitte, hier ernsthaft mit unseren Anfragen umzugehen und sie gewissenhaft zu beantworten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Thema, das die ÖVP hier aufwirft, ist natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Das Anfragerecht ist ein sehr fundamentales Recht. Ich muss Ihnen aber schon auch sagen, dass ich unter dem, was Sie da heute betreiben, nichts anderes verstehe als die Deckhascherei. Die Geschäftsordnung regelt ganz genau, was Abgeordnete tun können, wenn sie eine schriftliche Antwort als nicht ausreichend beantwortet erachten. Sie wissen, wovon ich spreche, Herr Kollege Christian Sagers. Sie könnten die Möglichkeiten der Geschäftsordnung auch nutzen, entsprechende Debatte hier im Landtag beantragen und letztendlich entscheidet dann der Landtag die Mehrheit des Landtages, ob eine schriftliche Antragbeantwortung ausreichend ist oder nicht. Im Übrigen erinnere ich daran, dass Sie sehr willkürlich mit dem Antragrecht umgehen, es zeigt auch der heutige Tag. So wichtig kann es Ihnen nicht sein, von der ÖVP haben wir heute in der Fragestunde eine einzige Antwort. Die Geschäftsordnung? Ja. Das Abgeordnete mit ihrer Unterschrift in Gang setzen können. Ob wir heute diese Anfrage debattieren möchten oder nicht, liegt allen in der eigenen Hand. Sie können unterschreiben, wir haben es nicht getan, das lassen Sie uns nicht unterstellen, dass wir deshalb hier den falschen Weg gehen. Das ist eine Möglichkeit in der Demokratie. Im Übrigen möchte ich festhalten, Wolfgang Sobotka als Präsident des Nationalrates hat einen sehr korrekten Schritt gegangen. Er hat gleich zu Beginn einer neuen Gesetzgebungsperiode gesagt, so sollte man nicht mit dem Fragerecht der Abgeordneten umgehen. Und wenn wir uns das zum Maßstab nehmen, dann können wir nur richtig legen. Genau. So, danke für die Wortmeldungen. Wir haben sehr viele jetzt Meinungen gehört, aber
Ich bin nur, das ist ganz klar in der Geschäftsordnung geregelt. Flughafen Molnar hat es zitiert, wie eben auch eine solche Frage beantworten. Hier im Hohen Hause, wenn man mit dieser nicht zufrieden ist, eben diskutiert werden kann. Die Geschäftsordnung regelt übrigens dezidiert ganz genau. Und deshalb nicht nur ich, sondern auch Sie müssen uns alle an die Geschäftsordnung halten.